eine neue Folge Hades. Wir haben uns richtig was vorgenommen. Genau gesagt, Ida hat sich viel vorgenommen. Nein, ich habe gesagt, ich habe richtig zugenommen. Ach, können wir jetzt gar nicht die Sendung machen? Ja doch, aber halt, sie wird fett. Ihr habt genau richtig eingeschaltet. Ihr habt viel verpasst. Nochmal Applaus. Danke, gibt zu Recht, vollkommen berechtigt für diese kurze Einlage. Ein kleines bisschen Humor kann man auch mal kurz klatschen. Ja, ja, denn es lohnt sich, selbst wenn es eure erste Folge sein sollte, seid ihr goldrichtig, denn Etienne Gardet steht davor, seinen Run zu beginnen. Und das ist super, weil wir uns jetzt erstmal. Ist dir schon mal aufgefallen, dass der so Fußspuren hinterlässt? Nee. Möchte ich auch mal von mir sagen können. Siehst du das? Ja. Schön. Okay, wir können erstmal noch ein bisschen Geld ausgeben hier am Spiegel. Ja, respektive diese komischen Todestropfen. Aber wir brauchen mal mehr Schlüssel. Ja, irgendwann, wir kommen nicht drum herum, ne? Irgendwann müssen wir mal die investieren. Aber du kannst natürlich noch deinen von hinten Schaden ein bisschen erhöhen. Oder sparen. Ja. Ja. Schwer. Weil es bleibt ja auf jeden Fall. Bleibt ja auf jeden Fall. Schreibt doch mal bitte in die Comments, wie man hier diese zweiten Fähigkeiten. Beischaltet. Vielleicht haben wir irgendwas zum Einkassieren jetzt wieder. Nee, noch nicht. Aber es geht vorwärts. Es geht vorwärts. Das war schön. Das haben wir schon, ne? Ja. Ja, gut, das kann jetzt noch ein bisschen dauern. Aber lass mich raten, du möchtest jetzt gleich auch den Speer benutzen, oder? Ja, ich glaube, ich werde auch den Speer. It is the dead of night. Or the approximation of it in the realm of Hades. Prince of the underworld, Zagreus, rises from a fitful slumber with much mischief on his mind. Mischief? Me? I was just going to have a little look through Father's stuff. Uh-huh. All is quiet at this time. Ever-dreaming Hypnos put a spell upon the house, as willful Zagreus had asked of him. All are fast asleep, save for the prince. Was ist das für exactly as he planned. Sehr geil. Lower your voice, old man. I'm trying to be sneaky here. Aha. He ventures toward the stately throne of his lord father, half expecting to be caught, but ill expecting what he is about to find. Ehrlich. I said shut up, old man. Ja, schon bewusst langsam gehst und dramatisch. Exactly he seeks. Ist dir aufgefallen? Ja, he only knows that something always has felt off to him, that he does not belong. Who is he really, Lord Aid? I'm not listening. He rifles through his Lord Father's possessions. There is not much of any import there. Ledgers and administrative parchment work. Correspondence from Olympus, which he had ignored. No trace of any reference to his son. But then, there is the note. Written finally in a hand and voice, the likes of which the prince had never seen or heard. Hades, I can no longer tolerate my life here in this place. So I'm leaving, even if it kills me. I won't be returning to Olympus. If there is a place where I belong in this world, it must be somewhere between heaven and hell. Perhaps it's on the coast and has a little garden. Take care of Cerberus. I shall miss him. Persephone. Thus did Prince of the Underworld Zagreus absorb the contents of this hidden letter, written in his mother's hand. His mother's hand? My mother's hand? Wait, what? You're saying this Persephone, that she's my mother? But father always said that Nyx was that liar. He lied to me. They both did. All my life. Das gibt's auch nicht. Thus did the prince discover, inadvertently, the well-kept truth about his lineage. Entirely by chance, this did occur. Das ist doch mal schön, das ist ja wenigstens doch storymäßig, ne, so. Ich hab ja gesagt, man muss die Texte lesen und immer zuhören, das ist ganz wichtig in dem Spiel. Where had she gone? And why? Engulfed by newfound questions and his rage, the prince decided to confront his lord and master.
Hm. Ach, die pennt nicht. You, why, you, you're, Nix, you're not my mother. All this time, you and my father, you lied to me? Oh, my dear child. So now you know. So now you know. But only half the truth. I can explain the rest, so please. It never. Machen Sie doch auf, oder? Was bringt das alles? To be continued. I wonder, will you even remember me? Treffen bestimmt noch Persephone. Hoffentlich. Ich habe einige Fragen, kritische Fragen, möchte ich sagen. Oh, wir können nicht mit ihr reden. Oh, was ist da? Das ist auch nur Mac. Sign of Dusa. Todesursache Elefant. Hm, sehr gut. Davon kriegst du schon auch, wenn du 200 irgendwie machst, irgendeine geile Belohnung von diesen random Todesseelen. Skelly. Hey Skelly, you look like you know your way around Tartarus. Found some of this ancient Titan blood out there and I was looking to score some more. Ah, you come to the right place regarding that there, pal. It's your mean weapons back there that can find this stuff. Once you get all the way through Tartarus with one, that's what you get. For the time being, anyhow. How am I supposed to keep track of which weapons I've earned these with, then? I don't know. There's always the invention of writing stuff down. You'll figure something out. Okay. Also du kriegst es wirklich nur dieses Blut beim ersten, wenn du offensichtlich ein Level mit einer Waffe abdingst, ne? Ja, die hatte ja gerade einen Totenkopf, siehst du das? Oder ist das immer dran? Ich glaube, das ist da immer drauf. Sicher? Ein Siegel. Ja, glaub schon. Aber wenn du da jetzt, du kriegst da erst, haben wir irgendeine Verbesserung bekommen. Ich bin mir nicht so sicher, ob da immer so ein Totenkopf drauf war, ehrlich gesagt. Oder ist das gerade irgendein aktiver. Was weiß ich. Oh, du musst unbedingt noch gleich zum Glaskasten gehen. Aber du kannst dir natürlich überlegen, wenn jetzt unser Ziel ist, den zweiten Boss zu legen. Das hast du übrigens gar nicht benutzt. Nee, gar nicht. Ja, bei meiner sehr schnellen Spielweise gab es dafür selten Gelegenheit. Leider. I know you're out there, Mother. Hm, 25 Kammern haben wir schon weit geschafft. What's that one do? Also kannst du ein bisschen manipulieren, was du bekommst, ne? Naja, aber vielleicht sollten wir erstmal das da noch hochrüsten, ne? 8 Scharmütze, dann geht's einen Rang nach oben. Ist da wirklich immer ein Totenkopf drauf, oder? Ich weiß es nicht. Aber du siehst ja, auf jeden Fall unten, wenn du das ausrüstest, kriegst du plus 20% von diesen Hopfenkristallen. Das kann sein, dass das so subventioniert sozusagen. Ja. Und das willst du nutzen? Ja. Na gut, okay. Family. Death is your only family. Death and I. Best get accustomed to the both of us. Ansage. Mhm. No, not on your life. Ah, Hammer. Oh. Finde ich ja immer gut. Aber ich bin auch so ein erstmal richtig. Dein Angriff stellt Herzen wieder her. Aber du hast nur minus 60% deiner Lebensenergie. Aber jeder Angriff stellt 2 Herzen her. So lese ich das jetzt. Du hast insgesamt weniger, aber dafür kannst du mit jedem ich Angriff. Mal probieren? Probier mal. Ja. Oh, 20 ist natürlich echt wenig. Ja, deswegen muss man da. Deswegen, wenn du dann glaub, wenn du natürlich so ein Upgrade, so ein. Ja, was? Immediately. Ja, das wird schon, das wird gut. Das wird gut. Mhm.
Ja, das, die Kettenbeste waren schon mal ganz geil. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich auch. Also, das könnte, wenn du es schaffst, deine HP ein bisschen hochzutragen. Ja, aber wie? Könnte das gut sein. Du kannst nur eben leider sehr schnell sterben hier. Das ist echt. Ja, was denn? Nee, ich überlege nur. Aber bin aber sehr zufrieden mit deiner Wahl. Das ist nämlich das ist die Wahl eines Mutigen, sag ich jetzt mal. Deine Wahl war. Wie der Kelch eines Zimmermanns. Weise. Ja. Haben euch erst wieder geguckt? Weißt du, was ich heute im Kino gucke? Was? Aliens. Und da sagst du nicht Bescheid? Ich wusste nicht, dass du es nicht weißt. Woher soll ich das wissen? Das hat Matthias Rosenkranz mir gesagt. Der läuft heute Abend im Savoy. Ich weiß, die haben doch diese Filme da. Ich kann. Ja, ich habe den noch nie im Kino gesehen. Champions League mit der Eintracht. Ich habe den auch noch nie im Kino gesehen. Ja, aber das kannst du im Champions League mit der Eintracht kannst du aufzeichnen. Nee, das ist ja völliger Quatsch. Ja, gut, dann. Also es gibt wirklich genau einen Tag, an dem es nicht geht und das ist heute. Ja, tut mir leid. Jetzt kannst du froh sein, dass ich ruf nochmal an. Dass ich nicht sauer bin, dass du mich nicht gefragt hast. Okay, dann rufe ich doch nicht im Savoy an. Die haben nämlich gesagt, wenn es gar nicht passt, würden sie es nochmal verlegen. Aber oh, wie geil ist das denn? Ja, ich habe den nämlich wirklich. Ich habe den 10 Jahre, glaube ich, Andi gesehen. Und Daniel wollten doch da auch hin. Das kann, weiß ich nicht. Ach, guck mal. Ja, du weißt, dass die da hingehen. Ja, die Fragen. Du hast mir nicht Bescheid gesagt. Ja, ich habe das zufälligerweise von Matthias Rosenkranz nicht erfahren. Bullshit. Zufällig. Weil ich ja nicht hingehe. Ich gehe ja nicht hin. Mit Game 2. Und anstatt zu sagen, ich gehe ja nicht hin. Genau. Ich würde niemals ins Kino gehen, ohne dich zu fragen. Du doch. Du hättest nämlich eigentlich, weißt du, was du hättest denken müssen? Ich gehe ja nicht hin. Aber vielleicht kenne ich ja noch andere Leute, für die Information irgendwie reizvoll sein könnte. Du es wirklich schaffst. Das ist wirklich noch durchtriebener als der Nils. Wie du es schaffst, das eigene Versagen zu spiegeln und auf mich abzuwenden, das ist unglaublich. Unfassbar. Nee, das ist ein Scheidungsgrund. Das bestärkt mich da drin einfach. Du hast es gewusst und wolltest mir den schwarzen Peter. Du und deine Game 2 Buddies machen heimliche Treffen und sagen niemand was davon. Kein Wunder, dass hier in der Firma alle sagen, der Colin ist in Wahrheit noch verliebt. Freiwillig in die Überstunden, um Game 2 ein weiteres Jahr zu verlängern. Unglaublich. Ihr macht bestimmt noch andere. Was macht ihr noch für coole Sachen? Ich habe keine Ahnung. Aber vielleicht gibt es ja noch andere. Wahrscheinlich trefft ihr euch auch heimlich zum die mir neu sind, die du schon durchgereicht hast. Gibt's vielleicht irgendwas, keine Ahnung, irgendwelche Kelche, die du bewusst abgelehnt hast, damit sie mir als das ist wirklich unglaublich. Das spiegelst du einfach meine Willst Vor mir ein schlechtes Gewissen geben? Einfach meine Vor dann Vor zu sagen, ich wusste das schon, weil Schreck und Andy Bardet hingehen. Schreck, er heißt Schröck. Ja. Nicht Schreck. Das werde ich ihm schön das sagen, dass du ihn beleidigst. Ja. Das ist nämlich der wahre Colin, der nicht mal die Namen seiner Freunde in Anführungsstrichen, ich kann gerade keine Luft. Wie du jetzt noch versuchst, mich zu erpressen, dass dir das nicht unangenehm ist. Mit dieser Information Schröck für du immer. Du solltest dich schämen. Das ist wirklich, ich finde das schäbig. Aber ganz ehrlich, sollen die Richter entscheiden da draußen. Ja, du solltest. Ich finde das, ich wirklich. Am Ende des Tages kommt alles raus. Guck dir das mal an. Dafür hast du nur noch 10 von 20. Ja, das macht nichts. Ja. Das ist doch. Seit wann interessiert dich mein Wohlbefinden? Nee, das ist, ich frage auch nicht mehr. Weil du kriegst ja eh nur Undank für alles. Du darfst, willst eine geile Information teilen, vielleicht sagen, ey, hast du Bock kurzfristig ins Kino? Nee, wusste er schon Bescheid. Hat er schon nicht weitergegeben. Hatte schon einen Alternativplan sogar, ohne dass man ab. Ah, okay. Ja. Ich hätte nämlich auch Hunger gehabt, aber dann eben nicht. Du hast ja wahrscheinlich schon gegessen. Mit Schreck. So, dafür hast du jetzt mal richtig kacke. So. Sag dir trotzdem was. Was? Ripley überlebt. Ha! Viel Spaß heute Abend im Kino. Ich habe den Film wirklich lange nicht mehr gesehen. Ja. Ich habe noch nie. Hast wahrscheinlich im vergessen, Kino dass Sigourney Weaver überlebt. Ich weiß nur, dass das Mädchen Newt heißt. Was reimt sich auf Newt? Gut. Daran erinnere ich mich. Und an Paul Reiser habe ich gute. Ach, das ist schöne Sache, die ich in guter Erinnerung habe. Paul Reiser. Und vor allem, ich bin sehr, sehr gespannt, ob die Practical Effects in diesem Film den Test of Time gut überstanden haben Fall. Auf der großen Line. Ich glaube es auch. Ich glaube es auch. Aber dadurch, dass es Practical Effects sind, können sie eigentlich gar nicht scheiße sein. Sagt die Macher von King Kong. Und Lady Artemis. Aber wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt.
Weil meine letzte Erinnerung an Alien oder meine früheste Kindheitserinnerung ist, es gab mal die Schauburg in Ippenbüren. Es war ein kleines, cooles Kino. Gibt's welches? Nochmal was? Es hieß Schauburg, ein kleines Kino in Ippenbüren. Ich hab, eine meiner frühesten Erinnerungen mit Kino ist, dass ich da irgendeinen räudigen Weihnachtsfilm gesehen habe, aber es stand ein Pappaufsteller mit Aliens in diesem Foyer. So, kommt bald im Kino. Und es war kein Aliens zu sehen, es war nur der Schriftzug vor diesem Dunkel. Aliens, Aliens. Und es hat mich... Ich wusste, dieser Film ist nichts für Kinder, aber ich wusste, dass ich unglaublich Bock drauf habe. Es hat mich schon so angemacht. Ich weiß nicht, wie alt ich da war. Wie alt kann ich da gewesen sein? War Aliens 83? Ich habe 89 Herzen gekriegt, weil ich ziemlich gut gekämpft habe. Aber wann war denn das? Wann war Aliens? Baujahr, ist der 83 oder wann ist der rausgekommen? Aliens? Ja. Der Aliens, ja, also nicht Alien. Das ist nicht 86 sogar? So spät, kann auch 86 sein. Dann war ich da vielleicht 10. Was war da denn der Weihnachtsfilm? Egal. Ich freue mich drauf. Ich will es selber wissen. Oh, dumm. Irgendwie so ein Santa Claus, das übliche, die Elfen machen Scheiße oder so. Santa Claus oder irgendwas. Guck doch mal jetzt, wann der rausgekommen ist. Aliens. Ja, über welchen reden wir denn die ganze Zeit? Ey, du redest ja mal von Aliens. Weil dann sagst du ja Alien 2, so wie man ihn nennt, und sagt, ich sag niemand. Also, Aliens ist von, ich glaube, du hast recht mit 86 übrigens. Was? Guck, das erste, wenn du Aliens eingibst. Alien 2, 1986. Ja, ich weiß nicht, ob das kann man wahrscheinlich jetzt nicht sehen auf dem Handy, aber es ist tatsächlich das erste, es ist egal. Glaub mir einfach, da steht Alien 2. Das habe ich noch, interessant. 86. 8,4. Ey, ich hab so Bock drauf, ich hab wirklich Bock drauf. Ja, das, ist das war noch ein geil. Richtig. Das war ein geiler Actionfilm mit geilen Bildern, coolen Charakteren, geiler Story, Vielseitigkeit. Oh, und den im Kino sehen, das ist richtig nice. Wieso denn heute ausgerechnet? Ja, weil ich hatte zufällig heute Zeit. Das ist wirklich auch sehr, sehr, sehr wunderbar und schön. Und du machst es sehr gut, diesen Ritt mit deinen 20 HP. Dieses mit den 20, das ist echt krass, weil man schlägt ja so viel, du hast eigentlich relativ schnell wieder. Ja, aber du, ja, ein Treffer, ne? Die machen 10 weg. Ich will statistisch gesehen, heißt das, du kannst 2 Treffer. Oh, jetzt musst du dich ein bisschen beeilen. Du machst es sehr, sehr gut. Aber du musst trotzdem auch. Aber es ist. Ist doch super. Das ist schön. Das ist ein sehr schönes, so ein Risk and Reward-Ding hier einfach. Sehr gut. Man kommt fast immer mit voller Energie aus der Raum. Ja. 20 ist natürlich wenig. 30 wäre natürlich. Wir hätten dich zweimal treffen müssen. Was ist das denn? Du musst ganz, ganz dringend einfach dir mehr. Hallo. Ach, wer ist das? You know, Prince said. Well, something's just about. Well, I am grateful for it. I am the old boulder there in turn. I'm used to going lengthy stretches on my own, but having visitors from time to time would do me well. Ja. Achso, nur Heilung. Geld. Naja, das punkt uns gerade gar nicht. Aber Heilung macht nicht deine Gesamt-HP. Du kriegst jetzt nur eine Heilung für. Naja, cool. 380. Ja, komm, das ist gut. Alright. Und hier kommt der Shop. Und da unten war noch was zum. Das war ein bisschen Story. Geil. Können wir alles kaufen jetzt? Klar. Trotzdem schwer jetzt gegen den Boss. Mhm. Du darfst einfach nicht viel Schaden haben. Ja. Das gilt natürlich auch für jedes Ding. Unbeugsam. Das finde ich ganz nice. Das ist gut, weil da kannst du schnell weg. Now here goes. Unten vielleicht, das ist nicht schlecht. Also musst du es natürlich benutzen, aber wenn du es benutzt. Hier ist viel Distanzkampf, ne? Es könnte so ein bisschen einfach so ein bisschen. Charon, mate. I don't suppose you've given any further thought to my proposal to just, you know, ferry me up to the surface. Seeing it. Ein Geschenk noch dann. I'll take that as a no. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das. Jetzt wird man sehen, ja, ob das ein Fehler war oder nicht. We meet again. Listen to me, Zack. Da. Aber das ist auch immer unterschiedliche Dialoge, ne? Au, 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 au. Ein Treffer, du bist tot. Oh, der Dash ist aber. Ja, ist alles super gut. Oh, 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 oh. Ah, die haut aber gut rein, ey. Ja, du musst ein bisschen Energie holen, genau. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Weg, 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 weg. Oh. Energie holen gleich, wenn's vorbei ist. Vorher ist nur dashen.
Nicht zu gierig. Ja. So ist das. Du hast wieder volle Energie. Machst du sehr, sehr. Ist ein schöner Kampf. Du hast nur 5 Energie. Okay. Okay. Das ist mit okay. 20 sehr, sehr schwer. Ja, aber du hast noch 40% hast du noch. Ja, das ist wirklich schwer. Muss ja echt gut aufpassen auf deinen. Jetzt komm doch her, du Drecksvieh, ey. Ja, jetzt. Gib mir. Wunderschön. Laser kommt, glaube ich, gleich, ne? Wenn du Pech hast. Du hast sie gleich. Jetzt gib mir. Oh, ich bin gleich tot. Ja, mal hier holen bei dem Standard. Ja! Hä? Vielleicht war das jetzt die Drohne war es, die Blitzgeschoss geschossen hat. Okay, geil. Hammer. Boah. Ich stehe da mitten. Geil. Sehr, sehr schön. Boah, das war aber knapp. Das war echt knapp. Ich dachte, ich bin tot, ehrlich gesagt. Nein, ich nicht. Ich habe an dich geglaubt. Hm. Ich habe wirklich gedacht, das wird was. Und das ist, ich hatte, so, ah, guck mal, jetzt holt er erstmal alles zurück. 6. Moving on. Es wäre halt jetzt geil, wenn du wirklich mal einfach ein bisschen mehr. Du hältst einen willkürlichen aus dem Brunnen des Charon. Hier denn. Was haben wir gekriegt? Okay. Zopf des Atlas. Was immer das ist. Irgendwas mit. Können wir jetzt hier ja, glaube ich, sehen, oder? Nee. Hast du was verkauft jetzt? My keepsake collection. Das ist aber ganz schön gut. Ja, das lohnt sich schon, dieses Ding mal einmal, ne, zu maxen. Ja. So much for Tartarus. Das Gute bei so wenig Energie ist, dass man fast immer volle Energie hat. Also, dass man immer sehr nah an der vollen Energie ist. Ja, stimmt. Aber du musst es gerade schon wirklich dieses, ab und zu musst du mal einem Louis einen mit dem Stiel geben, sonst könnte es knapp werden. Also gegen Boss ist es schon ja. Krass, weil die halt sehr viel Damage machen. This place has definitely seen better days or nights. Wie heißt dieser Tempel nochmal? Der ist doch ganz berühmt da. Das ist das Apollo-Theater. Da, wo du heute Aliens guckst, ne? So, jetzt. Bloodless. Oh, was war das denn gleich für ein Einstieg? Also im totalen Chaos. Das Problem ist, man kriegt nur für die normale Attacke Energie wieder. Ach so. Nicht für die Special Attack. Dabei macht die sehr viel mehr Damage. Und die macht oft Crits, wie man sieht. Mhm. Da, wieder. Ja, das ist, was war das denn? Ah, Versteiner. Ach, das ist die blöde Medusa. Medusenköpfe. Wunderschön. Und jetzt kannst du was verbessern, ne? Wenn du den zweimal, dann ist das. Ja, oder? Es gibt was Neues. Schnelle Erholung. Nachdem du verletzt wirst, kannst du durch einen schnellen Spurt. Du kannst häufiger nacheinander. Gut. Du fügst Bonusschaden zu. Ich würde fast 1 oder 2 nehmen, ne? Also ein Spurt ist natürlich super. Ja, ich brauche aber Energie. Das ist das schnell. Ja, du hast recht. Jede Möglichkeit, sich Energie zurückzuholen. Oh, da gibt's Geschenk oder Schlüssel. Ist beides gut. Ich würde aber, glaube ich, Geschenk. Ja. Ich weiß, was spurte du meinst. Spurte mal. Vielleicht ist es jetzt direkt. Aber das Geschenk sollten wir mal am Anfang im Olymp mal Hypnos oder irgendeinem Standardding geben. Ich habe das Gefühl, wir fangen nämlich hier in Kapitel 7 an mit den Geschenken. Sehr, sehr schön.
Guck jetzt, das ist super. Ja, das ist top. Ein bisschen was, ne? Das ist echt nicht mehr richtig. Ja, hat er bei mir eben den Arsch gerettet, ne? Ja, 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 absolut. Bei den Gegnern, wo, der, wo das Ding drin steckt, ne? Oder wie ist das? Nee, da wo es rumliegt. Ah, wenn du es nicht aufsammelst. Ja, mega gut. Das ist natürlich gerade hier top. Weil hier leider mal so über die gesamte Arena, ne? Top. Da ist das Geschenk. Sweet. Sweet. Hammer. Oh, hier gibt's zwei. Oh, ja, gibt's das beim Boss. Ja. Ey, das ist ja Hammer. Da kannst du die Kristalle ja wirklich gerade beim Bosskampf einfach super irgendwie so zentral legen. Und die machen die ganze Zeit so ein bisschen mit Witz, ne? Hammer. Hä? Die liegen hier einfach. Ach so. Da stand eigentlich ein Bossgegner, aber da war gar kein Boss. Ja, ich also, jetzt muss ich mich entscheiden. Ja, aber Artemis hattest du schon, ne? Vielleicht kannst du da dieses, was du hast, hochleveln. Links. Oder hatte beide schon. Hast du beide schon, okay. Ich nehme Zeus. Aber dann muss ich, glaube ich, auch gegen Zeus irgendwas kämpfen oder so war das. Hm. Ein Beistand bewirkt, dass Gegner in der Nähe. Stimmt, ich habe gar keinen so einen Beistand wie du gehabt. Mhm. Ja, aber den kriegst du dann. Hol dir den Beistand. Ja, wie denn? Geh doch mal hoch. Kannst du da auswählen. Ja, aber ich habe ja keinen Beistand. Aber das ist doch der Beistand, den du jetzt bekommst. Nee. Ja? Ja, ja. Wenn du den wählst, kriegst du diesen Beistand. Ach, okay. Ich dachte, den muss jetzt man. Jetzt ist Bosszeit. Oder auch nicht. Ja, die ist jetzt sauer, dass ich ihr Gegenstand nicht genommen habe. Okay, okay. Jetzt denk an den Kristall. Ah, ist doch nicht so. Boah. Alles gut. Alles gut. Alter. Ist nicht alles gut, aber noch eins. Hammer. Sieht ganz geschmeidig aus. Das ist der berühmte Puma. Alle sind tot im Dorf. Und niemand kann mehr was sagen, weil alle tot sind. Weil er nachts, also, ja. Wo ist denn der? Haben diese. Ach, das sind die Zielübungen von Artemis. Jetzt kapier ich's. Weil sie beleidigt ist. Hammer. Du hast Gott. Mach Gott, Gott, Gott. RT, RT, RT. Ja. Du hast nochmal RT. Ach, das ist doch fantastisch. Ist ganz anders als dein RT. Ja, es war mal ein geiles RT. Du hast okay. So wie bei Golden Axe. So, Ja, ich weiß, was du meinst. So, Gewitter. Schön. Oh, mit dem Wurf. Denk noch mal an den Wurf. Meinst du, das gilt für den. Nee, aber nicht für den Blitz, den der Wurf macht. Finde ich aber das geiler. Kritischer Schaden plus 15%. Ja, noch. Hat vorhin echt gute. Ja. Hier ist Chopperino. Und was ist das? Poseidon. Das ist Poseidon, ja. Saupodon. Im Short pelst du wahrscheinlich jetzt endlich dein Herz. Aber ich glaube, das ist komplett. Wahrscheinlich ist es ausgeschaltet, ne? Was? Deine, dass du deine Energie. Ach, das ist die Insel. Kannst. Ach, das Schiffle. Hier ist er aber auch super. Auf diesen ganzen begrenzten Arenen ist dein Wurf mit diesem Blitz einfach eine super gute Geschichte. Und denk dann, die werfen, glaube ich, noch eine Bombe immer hoch, die Bombenwerfer, wenn sie sterben. Ein kleiner Gruß des Hauses. Bitte Lebensenergie holen. Sehr gut. Bitte Lebensenergie holen. Nicht so viele Spezialangriffe. Genau, wunderschön. Wunderschön. Oh, du hast komplett Zeus. Viermal Zeus. Ach komm, Zeus. Ach, das ist ja ein geiles Zeus-Ding. Also es ist einfach länger, wenn du mehr Zeus hast. Hammer. Richtig gut. Hat dir richtig was gebracht. Hammer. Das war's. Sehr, sehr, wirklich. Du brauchst das, ne? Du brauchst einfach. Oh, wir können schenken. Nee, ich würde sagen, ich würde es ehrlich gesagt lieber im Hub. Du willst schenken. Poseidon nichts schenken? Wir schenken jetzt die ganze Zeit den Leuten, die wir unterwegs treffen, was. Anstatt erstmal in dem eigenen Haus, in dem du die Leute glücklich machen möchtest, vielleicht. Weißt du es? Also, ich weiß nicht. You, your cruel father, Hades. He's my elder brother. You know that. Ja. Not exactly the expressive type, but never was. We seldomly saw eye to eye on things. Das hattest du. Aha. Also, na Schatz. Ja, willst du sowas jetzt? Aber viel. Nee.
Nee, das ist Quatsch. Also das haben sie wirklich. Das war bei dir schon ganz geil. Mhm. Hammer. Jetzt gibt's noch Penunzen, du kannst gleich richtig shoppen gehen. Dieses mit. Also mit gut? Schlägen. Ja. Herz kriegen ist nicht so schlecht. Also da kommst du es damit ist natürlich sehr eine klar. Gefahr, aber du kommst natürlich immer wieder ran an die Leute. Es gibt ja genug. Ich weiß nicht, wodurch dein Götterzorn stärker abgelevelt wird. Das weiß ich auch durch, nicht. Weil manchmal geht das ganz schnell. Aber ich glaube, das geht erst schnell, wenn du Spezialattacken machst. Ja, ich glaube, das ist mehr. Okay, das ist aber echt geil, diese Göttergaben. Der Beistand meine ich natürlich. Das ist ein schönes Ding. Ich finde geil, dass die immer nur pro Kammer gelten, weil dann ist man dazu auch motiviert, die auch wirklich zu benutzen und nicht dauernd zu sparen. Ne? Kannst du die richtig schön spammen. Also das oder gibt's noch was Drittes? Ja, da, nee, nur die Edelsteine. Oh, da gibt's. Oh, den brauchen wir erst. Ist mal wieder. Ich glaube, wir brauchen mal wieder Schlüssel, oder? Ja? Schlüssel waren echt. Aber lang nicht mehr. I keep on searching for the key to your heart. Da, lockdown. Oh, da kommt er. Ach. Nervig, so den letzten Futzel, ne? Kann der eigentlich Gegner mit? Denk an deinen Kristall. Super. Man will ihn eigentlich gar nicht aufsammeln, aber leider zieht man ihn manchmal halt magisch an. Ja. Aber das ist, ich bin beeindruckt, wie gut du damit klarkommst. Bin ich echt. Ja, Offensive, ne? Ja, bei mir ja, das ist dein Ding. Also das ist. Ich glaube, jetzt gehen wir mal in den Shop mit 270. Ja. Ich habe das Gefühl, wir sehen ausgerechnet mit diesem Ding gleich einen Boss noch. Glaube ich aber. Oh, da ist das goldene Säckchen. Aber, ja doch, kauf dir. Ich würde Herz und goldenen Sack nehmen. Ach so, das ist einfach nur ein Random. Haben wir schon Todesscharmützel benutzt? Weiß es nicht mehr. Ich glaube, der Klingenspurt ist jetzt nicht mehr der Gamechanger bei dir. Das ist. Ja. Schaden ist Schaden, ne? Und kriegst du jetzt wirklich ja, Max Hammer, das tatsächlich. Ist das ist ja jetzt. Das ist gut. Ja. Und wir könnten ihm was schenken. Unserem Liebling sozusagen. Das kommt mir ein bisschen zu. Wir investieren ins Endgame so. Mhm. Da kannst so, du jetzt kommt der Boss. Jetzt wird's okay, schon. Okay. Also, ich versuche dich daran zu erinnern, zu werfen, aber das hast du ja selber. Vor allem dein Götterding. Mhm. Das war bei dir natürlich richtig gut mit diesem Sturmlauf da. Aber ich glaube, der ist auch bei dir gut. Ich würde erstmal ein bisschen Energie maxen, genau. Die macht Schaden. Du kriegst Schaden. Du kriegst ordentlich Schaden ab. Du bist jetzt gemaxt, aber das würde ich mir aufbewahren. Und denk an den Wurf gleich. Oh, jetzt, okay, jetzt kommt das, was du meintest, ne? Denk an den Wurf, wunderbar. Ja, erstes weg, jetzt links. Ja, Hammer, einfach nur gut macht er das. Einfach nur sensationell. Pipifax-Gegner noch da. Und wo ist denn noch einer? Ist weg. Okay, jetzt wieder ganz wunderbar. Ganz wunderbar, das war richtig gut gerade. Ja, sensationell, sensationell. Ab und zu mal den Kristall werfen gleich, du hast noch einen. Jetzt kommt wieder die anderen.
Hol den Kristall zurück da oben. Nee, der macht auch Blitze. Stimmt. Da liegt er rum, du hast vollkommen recht. Du könntest Gott machen, ein Zweiergott. Ja. Mach sowas, wenn du willst, wenn du das Gefühl hast. Oder auch nicht. Ich will dich nicht reinquatschen, aber du hast gleich einen vollen Götter. Jetzt hast du vollen Götter zu uns. Ja, Moment. Das ist geil. Du machst das sensationell. Oh, mir tut der Finger weh. Ja, aber das ist nicht schlimm. Es ist wert. Ich würde Götterzeus machen. Nein, den hilfst du nicht, den letzten. Ne? Den mache ich für den letzten nur. Wart ab. Es wird gleich geil. Wenn das Schild weg ist. Wenn das Schild weg ist. Jetzt ist es noch nicht weg. Nein. Aber jetzt! Einfach nur, gib ihm. Oh, es tut ihm so weh. Du musst aber zwischendurch zuschlagen, sonst bringt er dich um. Zuschlagen. Regulär zuschlagen, bitte. Yes! Hammer! Das war gut. Das war richtig gut. Alter. Alles richtig gemacht. Gut, dass du nicht auf mich gehört hast. So weit bin ich noch nie gekommen. Hammer. Geil. Super. Wir haben den Diamant. Geil. Ich glaube, du schaffst das Spiel. Uff. Was soll das jetzt noch? Ein richtig geiler Bild, ey. Ne? Ja. Ist vor allen Dingen, ey, diese 30, dass das auf 30, dann wird es natürlich richtig mächtig. Ja. Ja, du hast immer so eine schöne Pufferzone gehabt da. So warst du einmal, ich habe einmal die 4 gesehen, glaube ich. Oder aber es ist ein dankbarer Gegner, weil du kannst die einfach normal hauen und dadurch bist du fast unsterblich. Wenn du einen Gegner hast, der flink ist und dauernd ausweicht oder so, kann das schon wieder ganz anders werden. Geil. Which one? Ah, nee, Quatsch. Den nehmen wir noch ein bisschen, ne? Was haben wir hier? Verkaufen und... Ja gut, wir haben kein Geld. Netz des Äther. Oh, klar. Okay. Was war da? Ich hab's nicht drauf geachtet. Ja, dann ist der Gottmeter schon ein bisschen gefüllt. Ah, das ist... Gibt's noch was hier? Nee. Hammer! So, dritte Level habe ich noch ich nie gesehen. Ich bin gespannt. Hab ich noch nie gesehen. Ist Olymp, glaube ich schon. Ist das die Eingeweidestraße von Luzern? Yggdrasil, der Götterbaum, oder was ist das? Ach, wenigstens keine Lava. Hammer! Ach, im Elysium bist du jetzt. Ist das nicht hier der Himmel oder so eine Vorhimmelhölle? Ich war auch sehr schlecht. Da konnte man alles mal wissen. The rare heavenly splendors of Elysium, reserved for only the most great of mortal souls, spread forth luxuriantly all about the fire's Geil. Prince. Bin gespannt, was uns hier erwartet. Really? Geld oder Leben? Leben, ne? Denk dran. Aber Leben? Leben sind doch hier, glaube ich, wieder 10 plus oder so. Ja? Irgendwie, doch, guck mal, wir gucken das mal. Ist das Symbol für, du kannst dann Max Health hochmachen. Welch fies. Ah, wenn ich das schon wieder sehe, dass hier Laserstrahlen aber auch auf die Gegner geschossen werden. Geil. Oh, das ist viel, auf das man achten muss. Was ist denn das? Zwischen kann man einen Kristall werfen. Was? Okay, das ist ein Gottmeter. Denk dran, ne? Wer spart, hungert für die Erben. Sag ich mal. What do we have here? Max Leben plus 10. Okay, yes. Das ist richtig geil. Ja. Und das Ganze, oh, da war was ganz Neues. Da ist eine geile Truhe links, bitte. Links. Hä? Das sieht doch noch eine Truhe aus hier zum Öffnen. Nee. Nee? 25 Wovor hast du Angst? Wovor hast du Angst? Ja, nee. Also du. Natürlich. Wovor hast du Angst? Ja, bis zu 25 Einrichtungen. Ja, du machst das jetzt ganz schnell. Guck, was passiert dir für Scheiße? Boah, hier erstmal schön Kristall reinwerfen. Du machst es super. Ich sag dir Bescheid, wenn Zeus ready for boarding ist. Machst es doch toll, machst es doch gut. Zeus ist 7 Gegner noch, komm. Alles Hammer. Wo ist er denn? Ach, doch schon tot. Das ist, 13, finde ich. Ja. Nee, mitnehmen. Die Was denn? Noch. Ach so. Das ist, glaube ich, dieser Fehler. Was ist hier? Das ist alles nur schöne Grafik. Rechts hat es mir mehr Health gegeben, ne? Aber die Herzscheiße. Ja, ich sag's. Aber es bringt ja auch nichts, wenn du keinen Damage machst. Wir müssen ja irgendwann. Oh, die sind aber fies. Was hat das denn mit diesem Fadenkreuz auf sich, was du eben hattest?
Ach so, die zielen. Und, ja. Hau doch nicht ab, Junge. Wow. Guter Treffer, aber auch nicht so schlimm. Wie war das? Kriegt man eine Prozentzahl vom Angriff zurück, oder? Nee, du kriegst immer zwei zurück. Zu einem großen Hieb der Basis. Das glaube ich nicht so. Wie viel Schaden machst du denn jetzt? Weil 90 ist schon nicht schlecht. Also du musst nicht gedrückt halten dafür, ne? Ich glaube, ich mache den untersten. Das Problem ist, ich brauche schnelle Attacken für Herstellen. Ey, mach den harten Hieb. Das ist doch das, was du willst. Genau. Daedalus Power. Das ist schön, dass das so smart komplementär zusammenhängt, ne? Hast du nicht irgendeinen Bullshit? Du kannst es immer benutzen, sinnvoll. Es gibt nur diese Tür, oder? Hast du noch eine? Ja, nee. Wenn die so die Zahnräder so ineinander greifen, das macht richtig Bock. Ja, das ist schon geil. Wenn da zwischendurch mal die 285 leuchtet zum Beispiel. Weißt du, ja. Der dritte Boss. Du hast dreimal Zeus, was du sagst, ne? Falls du Lust hast, noch ein bisschen. Jetzt hat er ein Schild. Sagen, Zeus. Oh, schön. Ich habe es nicht darauf geachtet, wie geil der Kettenblitz ist. Also Blutrausch ist auch nicht schlecht, nachdem du einen Gegner getötet hast. Man tötet ja ständig Gegner. Naja, aber von 150 auf 180. Na, 30% mehr Schaden. Ja? Scheint mir sinnvoll. Ach, das sind die. Immer noch gefährlich. Nur wenn die Level durch sind, sind die Fallen nicht mehr. Ja. Boss. Ey, komm, easy. So, genau so macht man's. Erstmal schön die Kristalle ein bisschen. Das ist super. Weil das ist wichtig, was du verlierst, holst du dir direkt wieder zurück. Hammer, 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 gut. Zeus hätte seine wahre Freude an dir. Du hast zwei Zeus-O-Meter. Voll Imba. Du hast noch mehr, das Zeus-O-Meter, es geht runter und es geht hoch. Es ist einfach sensationell, was ich hier sehe. Wir haben den Bild gefunden, Leute. Das ist auf jeden Fall deiner. Ich höre die ganze Zeit. Das ist ganz schön anstrengend. Mir tut genau original wirklich mein Handgelenk. Das glaube ich dir. Ah, das ist geil. Komm, nutz dein Zeusometer. Was willst du aufbewahren? Hast ja recht. Oh. Ja, aber du bist nicht unsterblich dann. Ich glaube, das ist das, was man schnell vergisst dann. Ne? Lässt du noch ein bisschen Energie zurückholen. Dann bin ich super zufrieden mit dir, mit dem letzten. Genau, einfach noch ein bisschen. Die haben halt Schild. Ich habe nichts gegen Schild. Gegen Schilde. Ja. Ja, aber brauchst du auch nicht, weil Zeus macht die Drecksarbeit für dich. Und dieses Gefühl, dann wieder mit voller Energie aus der aus Kammer zu gehen, raus ist doch geil. Ist mega. Hammer. Dein Spurt bewegt das Gegner vom Blitz. Durch deine Blitzeffekte werden deine Gegner geschockt. Das finde ich eigentlich gut. Selber Blitzschaden zu, das finde ich auch nicht schlecht. Ja. Deine Blitzeffekte führen zu großflächigem Scheiß, finde ich auch geil. Aber du machst, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel. Die machen nicht viel Energie weg, die Blitze, glaube ich. Weil die halt sehr Level 1 und die hast du sehr früh bekommen. Ich weiß es nicht. Das mit dem Geschock, ganz interessant, weil das möglicherweise. Ja, hast recht. Das ist alles geil. Man will alles halt haben, ne?
Diamonds. Ich stelle mir gerade wirklich die Frage, was muss kommen, damit du aufgehalten wirst? Vielleicht so ein Wagen. Ja. Hammer. Das ist wie bei Elden Ring, ne? Diese Streitwagen. Schön von hinten. Oh ja, diese Drecksviecher. Ja. Am Anfang hat man so Schiss vor denen und irgendwann ist man so geil und vernichtet alles. Es gibt nichts, wovor ich Angst habe in Elden Ring, außer Invadern. Ja gut, das ist ja eigentlich immer das Schlimmste. Also. Boah, das hast du voll Zeus, ne? Ja. Bleib doch mal hier, Junge. Die hauen halt dauernd ab, die Typen. Hammer. Es ist echt nice. Es ist echt nice. Das ist wirklich ein richtig guter Run. Wer hätte gedacht, dass ich das als so... Oder laden. Ich glaube, ich gehe in den Laden. Ja, laden. Nur noch ein Power-Up. Ja, ja. Es blinkt sogar, wenn er mir uns was sagt. Ja, wir sagen, kauf's auf jeden Fall. Das ist halt auch jetzt... Und da gibt's auch noch mal einen. Ja. Ich glaube, was war denn das andere? Das war wieder nur... Der Schweizer. Ja, komm. Aber. Was denn das? Achso, das warst du gar nicht. Oh, die explodieren? Sind das Explosionsdinger? Ja, so kleine Explosionswagen. Ne? Oh, das sind Fallen, ganz gefährlich, ganz gefährlich. Du brauchst Energie. Naja. Kleiner Tipp. Seitenrand oder Zeus. Ah, das sind Zeus. Selbstexplosions. Ja, sowas nervt natürlich big time, ja. Schön. Ja. Ist noch irgendwo unten so ein. Da sind deine beiden. Die sind scheiße. Sehr gut. Sind noch zwei zurück. Oh, hol dir noch ein bisschen Kanonen. Genau. Hammer. 60. Und eine geile Tür. Nee. Nee? Oder? Ja, klar. Ey, ich mach mir einfach keine Sorgen. Ja. Du glaubst gar nicht, wie meine Angst ich schon. Das sind lauter Gegner, die man hier nicht kennt. Ja, und da musst du einfach nur von den Fallen ein bisschen wegbleiben ab und zu. Du machst das. Und Zeus ist mit dir. Ich sag's dir. Zeus ist mit dir. Noch zwei übrig. Denk an Zeus. Ja. Einer noch übrig. Nicht die Fallen. Ja, sehr gut. Hammer. Well, that's better. Wie viel kriegst du? 36. Komm, das ist. 43 insgesamt. Also, da muss man sich wieder entscheiden und dann kriegt man aber beide. Ja. No risk, no fun, komm. Ja. Du willst ja auch mal wieder. Ich will's auch. Nein, überhaupt nicht. Das wäre jetzt ein richtiger Downer, wenn ich jetzt plötzlich ans Pad müsste. Ich sag's dir. Ich würd. Zeus bleib ich. Ja. Blitzreflexe. Oh. Machst es auch. Nachdem du 20% mehr Schaden? Aber das mit dem Blitzschaden, das ist wieder so diesen, ne, dieses, du weichst ja auch viel aus. Apropos, du weichst nicht so viel aus. Das ist geil. Jetzt ist der sauer. Okay, denk dran, du hast nur 28 gerade, ne? Ja, von 60. Ja. Erstmal so ein paar Standardschläge, wären vielleicht ganz nice. Oh, weg. Eieiei. Dieser Ares. Du machst das wunderbar. Oh. Immer wenn ich denke, du bist tot, sehe ich, dass die Zahl hochgeht. Nein, jetzt bin ich tot. Du hast ja noch einen. Okay, letzte Chance. Wunderbar, alles gut. Alter, hier ist aber auch unübersichtlich. Ja. Es ist unübersichtlich. Du kriegst die, siehst die ja, die Gegner, bist du die Gegner, also hier mal die Gegner siehst, das ist schon, aber es ist Hammer. Denk an Zeus.
Aber. Ach, scheiße, eine Wiederbelebung verloren. Ja, komm, das sagst du jetzt kurz vom Ende vom dritten Level. Also, das ist schon. 10% mehr Schaden kommen. Liegt da noch irgendwie geiler Scheiß rum? Hier ist noch was. Da kann Schkaufe. Und Schkaufen. Oh, das wieder mit den Fallen, aber. Ich glaube, ich würde mir den Brunnen des Chaos-Zufallsding vielleicht geben lassen. Oder? Hey, das verstehe ich nicht. Die Chance ist genug. Die beiden, oder? Ja. Also. What do I get? Nagel des Tages. War nochmal der Nagel des Talos? Keine Ahnung. Oh, Shop! Ah, du hast kein Geld. Ich habe eh kein Geld. Oh, nee, schon wieder so eine. Hä? Ah, du tauscht jetzt was. Ja. Willst du das? Aber gegen was tausche ich es denn? Weiß ich nicht. Ist da rechts oder was? Ja. Also, nee, das will ich nicht. Und lieber das. Ja. Verderbnis haben wir auch unterschätzt bisher. Irgendwas sagen. Oh. Wie, das war jetzt einfach nur eine Belohnungskammer hier, ja, oder was? Geil, ne? Das ist immer erfrischend. Hier ist doch auch. Ist das jetzt Boss-Gegner-Teil? Ich glaube. Ich glaube schon. Ich glaube auch. Okay. Okay. Noch nie gesehen den Boss. Wahnsinn. Oh, wow. Nee. Oh, sind zwei. Oh, nee, zwei. Schornstein und Smog. Ja. Das ist wirklich eine Anspielung auf die beiden. Ein ja, großer, schwerer, ja, ein kleiner, schwer. Schwer. Two against one. Seems hardly fair. Ah, well. Let's kill him and be done, King. Theseus, the Bull of Minos? You two are legends. I'd be honored if we had a sporting contest here. Schönes Gechirr. Nö, der Münchner. Oh, das ist schwer. And may the gods show you some mercy for. Not now. Oh. Das ist. Ja, wunderbar. Oh. Du hast voll, Zeus. Ja, wunderbar. Boah, halten die viel aus, ey. Ja. Dann musst du mal wieder normal zuschlagen, bitte. Undurchdringbar. Ja, dann musst du zum Boy gehen. Eine gute Nachricht, beide haben weniger als die Hälfte ihrer Energieleiste. Du auch, aber das ist nicht schlimm. Boah, alter Schwede. Alter! Die sind aber krass. Ja, aber das war trotzdem gut. Ja, aber das war. Das wäre jetzt auch zu schön, um wahr zu sein gewesen. Ich habe so viel aber Damage in den reingepumpt. Ja, Wahnsinn. Ja, ja, definitiv. Du hast auch richtig was gemacht. So ist es nicht. Die hatten beide noch so 40% oder so ungefähr. Ach komm, jetzt kassier noch mal ein bisschen ein, was du hier geholt hast. Desinfektionsmittel. Nee, mach du mal hier. Du kannst doch noch schön hier. Ist doch Sendung, ist doch jetzt hier. Ja, machen wir doch immer beim Wechsel. Ah. Einen Diamant. Ja, okay, komm, dann mal. Komm, gib mir mal was, Stefan. Ich mach dir das noch so. Hammer. Etienne Gardet, ich möchte sagen, wir arbeiten schon lange zusammen. Und haben schon viele Spiele. Wir haben viel. Endlich habe ich es mal geschafft, dich zu beeindrucken. Das war wirklich gut. Es war aber wirklich einfach dieser Entscheidung am Anfang, weniger Energie und dafür kriegst du mit jedem Schlag Energie zurück. Das war der Game Changer. Und dann natürlich die Max-HP sozusagen ständig hochzuladen. Das ist natürlich schon. Das war schlichtweg sensationell. Kann man nicht anders sagen. Das war richtig gut. Das motiviert mich und demotiviert mich. Oh, nein, 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 das sollte dich nur motivieren. Wem schenken wir denn jetzt was? Der haben wir auch schon mal was geschenkt. Nee, ich glaube nämlich nicht. Nee? Wir haben im ersten Run, aber das hat Martin nicht gemacht, glaube ich. Wir müssen es jemandem schenken, der uns diesen Spiegel doppelt. Aber ich weiß nicht, wer das ist. Cerberus kann man natürlich auch die was schenken. Ja. Na, mach du mal, wie du willst. Ja, du hast.
No, maybe get some sleep or something. You look pretty beat. Oh, es war anstrengend, ey. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich so chancenlos bin gegen die Typen. Aber das Krasse war, ich glaube, dadurch, dass der eine ein Schild hat, habe ich dauernd auf den draufgehauen und gar keine Energie zurückgekriegt. Wollen wir vielleicht unserem Vater mal was schenken? Ja, mach doch mal, oder? Ja. Oder? Hey, Father, I thought maybe, you know, here. Where did you get this? You think you can butter me up with such trifles? Give me that. Ach, das war ja verschwendet. Get out of here. Das hätte ich nicht gedacht. Der ist ja wirklich ein Arsch. You're welcome, Father. Obwohl? Ja, doch, ich glaube, es wird was richtig Gutes geben. Es wird irgendwas. Hey, boy, just me again. Here to report, it's pretty dangerous out there, even without you on guard duty all the time. Er will dich anspornen. The hell barely acknowledges the softly spoken prince's platitude. Knowing full well, ich glaube, das ist einfach das. Er will dich motivieren, deinen Vater. Dadurch, dass nichts gut genug ist. Aber ich muss aber noch streichen. Ich sagte, guck mal bei den Einrichtungsgegenständen. Da gibt es bestimmt nach dem Boss immer geilen Scheiß. Ja, ich gehe das alles ab. Ich bin nur aber hier einmal mit diesem Gucken. Nee, das ist auch nicht immer. I have to say, lad. Authorizing transfer of the fated list from the old archives straight into your chambers. Bold of you. And right beneath your father's nose at that. Ah, das hat aber richtig Spaß gemacht jetzt. Mhm. Das hat total Spaß gemacht zuzugucken. Das ist nämlich das, wenn du dich so fast unbesiegbar fühlst, dann ist auch nicht so anstrengend. Also es ist anstrengend gewesen, aber auf eine andere Art. So. Ich meine, wie weit ich gekommen bin bis zum dritten Boss. Hammer. Ja. Einfach nur durch die Skillung. Ja. Und sonst hatte ich in der ersten Kammer des Lava-Levels schon. No time to rest. Ja, ich habe schon Angst, dass es lange dauern wird, bis wir nochmal da sind. Aber hier gibt es einiges auszugeben jetzt. Guck, da ist was Neues. Brunnenkammer des Elysions stellt inmitten der üppigen Meer. Aber das ist also. Codex-Index. Ah, aber das ist das irgendwie. Das machen wir jetzt, ne? Ja. Dann hast du dir ja eben. In the name of Hades, I commute our court musician sentencing effective now. Hello. Ah. Hello. Ah, Orpheus. What am I composed entirely of gemstones? Tja, wir haben jetzt noch 23. Davon. Immer in Schlafgemächer. Ich will nur gucken, ob da irgendwas mit dem Spiegel ist. Ne, einen schicken Ruhesessel könnten wir uns da holen, aber. Ich sehe das alles irgendwie noch nicht. Hausreparatur, was war das? Alles wird wahrscheinlich super wichtig sein, ne? Zu Zeitpunkt X, aber Stand jetzt. Ja, 160 kann ja nicht nur eine optische Verbesserung. Ja, ich glaube, das ist so echt so. Oh, hello, Zagreus. I understand you liberated me from my eternal punishment. And so I have returned to serve your father here. Thanks. Orpheus, you're back. Look, don't get on father's bad side like that and you're going to be fine. Besides, right now I think he's angry with me. I grieve for you, my friend. But if you've come to ask me for a song, why, I'm afraid I must stand firm about my answer. It's all right. Father can't make you sing if you don't want to. Ah, das wird schon noch gut. Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Was hat es denn hiermit eigentlich immer auf sich? Das Porträt meinst du, ne? Ja. Have some makeup there. Mitarbeiter des Monats oder was? What's new? Jetzt kannst du auch Diamanten. Das machen wir. Sollen wir jetzt den mal kaufen hier? Ein Schlüssel? Ach nee, warte, dafür. Achso, warte, du hast recht, ist ja Quatsch. Doch, doch. Kannst du machen wir. Kaufen, ja. Klar, einen Schlüssel kaufen, um. Ja, komm. Mach. Fair trade. Und noch einen. Oh. Echt? Ja. Wir brauchen 10. Extra keys. Wobei wir müssen auch noch eine Waffe freischalten. Die Fäuste. Aber sieh mal, wir wollen jetzt keinen Nektar. Das machen wir natürlich. Nee, ich gucke mal, ob irgendwas blinkt hier noch. Sonst gehen wir nämlich jetzt mal eben kurz. Wir brauchen unbedingt jetzt das Upgrade für den Spiel, weil wir haben 220. The fate of betting prince, perhaps. Da gibt's vielleicht auch nochmal eine Belohnung. Spiegel. Oh no, not this determinism thing again. What do you know? This came true. Guck mal. Das haben wir 80. Dafür können wir 8 Schlüssel kaufen. Das ist ja sensationell. Du meinst, um das Ding jetzt noch umzuschalten? Ja. Okay. Gehen wir zum Ausrufezeichen noch. Okay.
Wunderbar. Okay. Gehen wir mal Schlüssel dann kaufen. Als mindestens mal 3. Recht, so viele, wie wir jetzt haben. Und dann können wir auch die Waffen. Ich kauf mal nur Schlüssel. Oh, guck mal, was ist denn hier der Drinking, Mike? Liebe Regie, haben wir noch 3 Minütchen? Ja? Okay. Whatever it is, it's weak. Enough to be mistaken for your blood. Nice. Well, I'll just leave you to it then. Also die. Leave me alone. Die fangen irgendwas miteinander mal an oder so? Dass das so deren. Ja, das ist doch da im alten Griechenland. Ja. Mark my words. So, ja, nett sein. So, Schlüssel kaufen. Also kaufen wir jetzt einfach nochmal. Nee, nicht Nektar kaufen mit für 5 Schlüssel, sondern. Wir kaufen jetzt 3 Schlüssel. Nee, mehr. Hey, erstmal, lass uns doch erstmal nur. Du musst auch die Waffen freischalten. Wir wollen doch alle Waffen freischalten. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist ganz. Alter, schau dich. Ja. Ohne Witz? Ja. Den auch noch. Werden sie brauchen, glaub's mir doch. So, da kaufe ich jetzt Nektar. Nein! Geh raus. Auch nein, nein, nein. Leg da raus und dann. Das machen wir jetzt heute noch in der Sendung, bist du sicher? Ja, das machen wir jetzt noch. Das will ich jetzt noch sehen. Hier, so, warte. An den Spiegel. Erstmal Spiegel. Spiegel. Contact me. So, jetzt 224. Da unten den Spiegel freischalten. Das ist nämlich sau teuer. Das wird immer teurer. Guck, als nächstes brauchst du 20. So, und jetzt hast du aber hier 4 neue Sachen zum Leveln. Du steigerst deine Lebenskraft. 5 pro Reihe. Das wollen wir haben. Grundsätzlich mehr Health kann nur gut sein. Ja, lest doch erstmal, was es noch gibt. Brauche ich nicht. 10 je Rang, das ist doch. Ja, je Rang. Du kriegst 10, wenn du rausgehst. Also das finde ich jetzt noch nicht. Also du kriegst 10 Euro Taschengeld. Wie oft haben uns 5 gefehlt? Ja, das stimmt, aber das ist für mich jetzt noch nicht so. Infernale Seele, du erhöhst deinen Vorrat. Das ist gut. 3-mal einen Wurf haben. Ja. Würde ich sagen. Und kochendes Blut. Ja, das ist auch alles gut. Ja, aber erstmal den Wurf. Auf jeden Fall, da sind wir uns einig. Ist jetzt gemaxt. Und dicke Haut, oder? Finde ich auch absolut wichtig. Einfach mal, wir haben dann 10 Health, wenn ich jetzt 2 kaufe. Mhm. Aber wenn, na doch, das passt. Guck mal. Noch an. Und jetzt könnten wir noch mal einmal kochendes Blut holen. Weil das ist nicht total scheiße. Aber 10% mehr Schaden. Ja, dann sind wir schon bei plus 20, glaube ich, wenn ich das gerade richtig sehe. Oder wir sind gerade bei plus 20 noch auf 30. Oder wir sparen es uns erstmal auf und überlegen uns ein andermal. Ja, das finde ich. So. Man muss ja nicht ausgeben. Nein, wie im echten Leben. Man muss ja nicht jeden Cent, den man auf dem Konto hat, ausgeben. Man kann ja auch einfach mal sparen. Das stimmt. So, und jetzt wollen wir noch eine Waffe freischalten. Sechste, ne? Oh, das ist befriedigend gerade. Komm. Da. Ach, wir können die Faust noch gar nicht freischalten. Ist das geil oder ist das scheiße? Na, wie immer hat alles seine Vor- und Nachteile. Ist schon auch interessant, glaube ich. Ah, okay. Vor allem kannst du es ja auch noch 10-mal modifizieren. So, da kommen ja noch die alternativen Wege dann dazu. Okay, du hast mich. Ich glaube, damit werde ich mal den nächsten oder anderen probieren, den wir aber nicht mehr heute machen werden. Haben wir irgendwas Was Neues haben wir denn von Hades gekriegt? Von Hades? Nichts. Nichts. Der war einfach nur, aber das wird, ich sag's dir, der wird irgendwann. Und diese Slots da unten, die kannst du auch noch freischalten. Ja. Dicken Herzen. Geheimversteck. Gut, das gibt noch so viel zu entdecken. Dieses Spiel ist wirklich super. Hammer. Gut. Aber jetzt ist trotzdem der Zeitpunkt, noch ein letztes Gespräch zu führen. Ich bin angefixt mittlerweile bei Hades. Ja, ist geil. Ich glaube, wir haben wahrscheinlich wieder einen Aufzeichnungstermin. Wir haben aber vor allen Dingen haben wir erst an der Oberfläche gekratzt. Wer weiß, wie viele geile Builds es noch alles gibt. Was bist du vielleicht als nächstes? Das war ja nur eine Waffe, ein Weg mit irgendwie. Also es gibt unzählige, unterschiedliche. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Stark. Das war richtig schön. Das war ein Hammer. Ich muss mit dem größten Respekt, zu dem ich imstande bin, ist nicht viel, aber man muss das nehmen, was man hat, habe ich dir gerade in dieser Folge zugeschaut. Das ist sehr schön. Es hat sich gut angefühlt, deinen Support zu kriegen. Das freut mich. Es hat auch richtig Spaß gemacht. Zugucken war genau. Viel Spaß im Kino heute Abend, Colin. Ja, danke schön. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Glück natürlich mit der Eintracht. Ja. Möge die Champions League auf ihrer Seite sein. So, alle sind glücklich, ihr hoffentlich auch. Lasst es uns nicht, lasst einen Kommentar da oder so. Schau dann an Felix in der Regie. Ja, genau, der hier einfach mal sagt, ich gehe noch mal ein paar extra Minuten raus und gibt sich selber noch die Firebursts oder wie man sie nennt. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja,